The Radiobattler. Herzlich willkommen zum zweiten Radiobattler Video Tutorial für die Version 2012. Two weeks ago today, you were just the girl I drew, and now I think it's time that we decide. Lovers or friends, and we would be fools not to follow what our hearts suggest. So think it over. Heute schauen wir uns den in Radiobattler integrierten Mixer, das virtuelle Mischpult an, werfen einen Blick auf die Cardwall und schauen uns zwei nagelneue Versionsneuerungen, zwei neue Features der 2012er Version an, den Monitor und die Möglichkeit, Effekte in Radiobattler softwareseitig zu integrieren. Can't keep my hands away from holding yours. Your eyes like gravity keep pulling me close inside of your world. I think it's time together we find a life of our own. Together is hard when it's idle. Decades were long, so think it over. Let me know, girl, 'cause you and I. Der Mixer in Radiobattler, das integrierte Mischpult, ist immer dann besonders nützlich, wenn wir in einer Umgebung senden, in der kein hardwareseitiges tatsächliches Studio-Mischpult zur Verfügung steht. So haben wir auf dem Mixer-Tab die Möglichkeit, alle in Radiobattler verwendeten Soundquellen in ihrer Lautstärke anzupassen. Straight to the point, straight to the heart. I knew you were right from the start. You and I would be easier as us. We don't need three words. Wie während meiner Einführung schon zu sehen war, läuft ja in der Radiobattler-Version, die hier aufgezeichnet wird, zurzeit ein Song in Player A, und die Automation hat deshalb automatisch beim Starten des Songs die Lautstärke des Players A auf 100% hochgezogen. Und genauso können alle verschiedenen weiteren Player in Radiobattler, ich arbeite hier ja mit 3 Playern zurzeit, im Player A, B und C, in ihrer Lautstärke angepasst werden. Wir rechnen also damit, dass gleich der nächste Song im nächsten Player starten wird, nämlich im Player B, und die Automation wird dafür automatisch die Lautstärke des Players B auf 100% hochfahren und den Player A runterfaden, wenn der Q-Out-Punkt erreicht ist. Zum Vereinfachen der Arbeitsweisen des Moderators gibt es neben den Lautstärkereglern noch 2 Schnellwahltasten, nämlich einmal zum Runterfaden auf 0% des jeweiligen Kanalzugs und dasselbe zum Hochfaden, zum Verstärken der Lautstärke bis hin zu 100%, der Pfeil oben am Lautstärkeregler. Neben den 3 Playern hier in dieser Umgebung brauchen wir natürlich noch die Möglichkeit, die Cardwalls oder Jingle-Abspielplätze in ihrer Lautstärke zu regulieren. Dafür gibt es den Regler Cardwall, und wir können in der Auswahlliste darunter auswählen, welche Lautstärke wir anpassen wollen, oder einfach einen Regler für alle Jingles, für alle Cardplätze einsetzen, indem wir unten alle selektieren. Der letzte Regler in dieser Sektion ist im Prinzip der Mikrofonregler mit PTT für Push-to-Talk beschrieben und wir sehen daneben eine kleine Aussteuerungsanzeige, die uns ermöglicht, zumindest einen groben Eindruck davon zu bekommen, in welcher Lautstärke wir zurzeit moderieren, sodass wir weder zu laut noch zu leise in unserer Moderation beim Hörer ankommen. Wie hier zu sehen ist, zeichne ich in diesem Video neben dem Signal von Radiobattler eben zusätzlich mein Mikrofon aus. Deswegen können in der Videoaufzeichnung auch meine Anmerkungen gehört werden, obwohl der eigentliche Regler für Push-to-Talk, also fürs Mikrofon, auf 0 steht. Wir sehen trotzdem, dass die Aussteuerung des Mikrofons auch bei heruntergeregeltem Mikrofon möglich ist, sodass wir zum Beispiel während eines Songs das Mikrofon bereits vernünftig einpegeln können. Um die Lautstärken einer Sendung auch während des Assistentenmodus für den Hörer möglichst gleichbleibend angenehm zu gestalten, gibt es im unteren Bereich des Mischpults noch die Möglichkeit, die automatische Lautstärkenanpassung von Radiobattler zu beeinflussen, sodass auch im Assistentenmodus zum Beispiel unterschiedlich laut aufgezeichnete Musikstücke in ihrer Lautstärke angepasst werden. In vielen Sendeumgebungen ist es natürlich so, dass man die verwendeten Audiofiles bereits beim Einspielen in das System alle auf einen ähnlichen Level gebracht hat, zum Beispiel mit externer Software. Dann können wir die Lautstärkeanpassung hier unten einfach deaktivieren. Und der letzte Regler rechts ist die Lautstärkeeinstellung für die neue Funktion für das Monitoring, also die Kontrolle des Sendesignals in Radiobattler. Hier haben wir die Möglichkeit, unser Sendesignal zu kontrollieren und gegebenenfalls vorzuhören. Wir können uns die Einstellungen dafür unter den Programmeinstellungen einmal anschauen. Hier ist im unteren Bereich also die Einstellungsmöglichkeiten für den Monitor zu sehen und wir haben neben den üblichen Einstellungen für eine Soundcard eben die Möglichkeit, den Monitor überhaupt zu verwenden oder nicht zu verwenden, die automatische Ein- und Ausschaltung des Monitors zu aktivieren und uns dafür zu entscheiden, ob wir auf dem Monitor vorhören möchten oder nicht. Gerade wenn im Studio eben ein Monitor verwendet wird, mit dem das Sendesignal kontrolliert wird, ohne Kopfhörer, ist es natürlich wichtig, den Monitor schnell abschalten zu können, um während einer Moderation eben keine Rückkopplung, kein Pfeifen im Signal zu produzieren Und dafür gibt es unterhalb des Monitorreglers die Möglichkeit, den Monitor mit einem Klick stumm zu schalten. Und dieselbe Stummschaltung des Monitors funktioniert auch automatisch, wenn wir Push-to-Talk einsetzen, mit dem kleinen Unterschied, dass uns dann Radiobattler natürlich gegebenenfalls noch das Mikrofon, also den Push-to-Talk-Regler auf 100% fadet und, wenn das System das unterstützt, der Master entsprechend unseren Einstellungen absenkt. Schauen wir uns noch zwei neue Einstellungsmöglichkeiten in Radiobattler an. Und zwar gibt es für die softwareseitige Bearbeitung von den Audiosignalen, die in Radiobattler produziert werden, nun die Möglichkeit, in der 2012er Version Effekte auf das Signal zu legen. Wir haben hier die Möglichkeit, einen rudimentären Equalizer zur Klangbeeinflussung einzusetzen, die Möglichkeit, ein einfaches Echo-Signal auf die verschiedenen Effekte zu legen, und wir können einen Kompressor verwenden, der Lautstärkeunterschiede auf den verschiedenen Signalen entsprechend unserer Vorgaben angleicht, also das Signal komprimiert, so dass es immer ähnlich laut klingen soll. Die letzte neue Funktion, die ich in diesem Tutorial noch vorstellen möchte, ist die Möglichkeit, Jingle-Plätze zu stacken. Wir schauen uns dazu einmal den Stack auf dem Jingle-Platz 1 an. Stacks kann man sich vorstellen wie eine einfache Playlist, die wir also für jeden der Jingle-Abspielplätze individuell definieren können. Und wir haben damit die Möglichkeit, Abfolgen von Jingles auf den Plätzen unserer Show entsprechend bereits vorzubereiten. Wenn ich also hier auf dem Stack 1 einmal ein paar Audiofiles hinzufüge, können wir uns die Funktion des Jingle Stacks für diesen Abspielplatz einmal hier auf meinem Stack des ersten Jingleplatzes sind also jetzt 4 MP3-Dateien hinterlegt, und ich kann durch diese Mini-Playlist, durch dieses Stack im Laufe meiner Show durchnavigieren. Mein erstes Jingle habe ich ja bereits abgespielt, das heißt, ich möchte jetzt gerne das nächste innerhalb der Liste laden und klicke dafür einfach auf den orangenen Pfeil oben rechts am Jingle-Abspielplatz. Um das nächste Element innerhalb des Stacks zu laden, ist es allerdings nicht notwendig, dieses vorher abzuspielen. Das heißt, wenn der Showverlauf so ist, dass wir dieses Jingle überspringen mögen, können wir einfach durch Klick auf den Pfeil das nächste Element laden und dann dieses Jingle abspielen. I got principles that I can't afford. I'm flat and broke and I can't make more. I'm flat broke, oh, and I can't make more. The Radio Battler.